Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde. Dienstag ist mal wieder Diffusion-Tag mit dem lieben Möller. Ja. Moinsens. Und wir haben jetzt uns mal so ein bisschen YouTube mal ein paar Videos angeguckt und bla bla, weil jetzt echt Sachen kamen, die wir nicht gerafft haben. Aber ich glaube, so ein bisschen haben wir jetzt was verstanden. Wir werden es mal schauen. Aber jetzt ist ja sowieso der Möller dran und der sagt ja, der kann alles. Und von daher, fair game. Wir haben 5 Minuten Zeit, 5 Module und 3 Strikes dürfen wir uns erlauben. Dann starten wir mal. Mal gucken, ob der Möller wirklich das so gut kann. Und das Mörsezeichen wird noch lustig. Jo. Okay. So. Okay, fangen wir gleich mal an mit diesen 1, 2, 3 ABC-Kabeln. Ja, ich bin auf dem Weg. Wollen wir das jetzt? Nein. Okay, schieß los. Wir haben zwei blaue Blau, ja. und ein schwarzes. Gut, blau. Das erste blaue ist von 1 auf A. Lassen. Das zweite blaue ist von 3 auf B. Schneiden. Falsch. So. Okay, dann schneid mal blau. Jetzt will ich was wissen. Also das andere, Auch erste. falsch. Hä? Und jetzt das schwarze ist von 2 auf B. Von 2 auf B schneiden. Das war richtig. Okay. Das ist komisch. Ich sage, das ist ganz komisch, die Beschreibung. Okay, jetzt haben wir zwei rote und ein blaues. Rot. Gut, von 5 auf B. Von 5 schneiden. Hier steht jetzt. Ja, ich sag doch, das steht da. Fünftes rotes Vorkommen. Ja. B. Durchschneiden, wenn verbunden mit B. Also heißt das, dann ist das, glaube ich, falsch übersetzt. Das, was verbunden. Ah, gut. Das nächste. Okay, retry mal wieder. Also ich habe das. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Daran könnte es vielleicht liegen. Okay. Mit nicht Mausecode. So, wir haben wieder 1, 2, 3, ne? Ja. ABC. Gut. Okay, wir haben ein rotes Kabel, zwei blaue. Ja, rot. Okay, das rote Kabel geht von 1 auf B. Von 1 auf B lassen. So, dann haben wir das erste blaue Kabel, das geht von 2 auf Und A. von blau von 2 auf A. Ja. Dann tust du das lassen. Und das eine rote tust du mal schneiden jetzt. Falsch. So, und dann das andere ist 3 auf B, das blaue Kabel. 3 auf B lassen. Okay. So. Richtig? Ja. So, jetzt haben wir einfach nur zwei schwarze Kabel. Gut. So, die 5 auf B. Okay, lassen. Und 6 auf B. Lassen. Falsch. Dann schneid mal das auf B von 6. Meine Güte. Siehste, er hat es auch nicht geschnallt. Und aber das ist schön. Jetzt fühle ich mich langsam wohler, dass ich nicht So, doof bin. nochmal. Auf diesem Motor gibt es mehrere Paläne. Gerade nur ein Panel ist So. gleichzeitig sichtbar. Wechseln Sie zunächst mal, indem Sie. Genau, wir machen nochmal das Gleiche am besten. So, wir haben zwei schwarze Kabel. Augenblick, wechseln Sie nicht zum nächsten Mal. Achso, okay. Ja, sag an. So, das erste schwarze Kabel geht von 1 auf B. Schneiden. Und das zweite Kabel geht von 3 auf A. Auch schwarz, ne? Ja. Das zweite auf Von 3 auf B. A. Von 3 auf A. Lassen. Falsch. Dann schneiden. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. So, jetzt haben wir ein schwarzes und ein rotes. Erst das Schwarze. Von 4 auf C. Schneiden. Falsch. Ich Ja, sag ich doch. Das rote Kabel geht von 5 auf C.
Das rote Kabel. 5 auf C. Lassen. Schön. Schön, dass du jetzt genauso da hockst wie ich. Ich verstehe das hier noch nicht mal. Hier steht Kabelvorkommen. 5. rotes Vorkommen. Also das heißt, das ist die Zahl. So. Durchschneiden, wenn verbunden ist. Und das 5. war ja mit B verbunden. Also, wie es hier steht, durchschneiden. Ich habe ja gesagt durchschneiden, aber es war falsch. Sag doch. So, wir haben es wieder. 2 blaue Kabel. 2 blaue Kabel. Vielleicht Vorkommen. Jetzt guck doch mal bei 2. 2 Vorkommen. Ja. Und jetzt ist eins mit A verbunden und eins mit C. Eins davon durchschneiden. Connected. Hier steht. 2 blaue, guck mal bei 2 Vorkommen und jetzt sag mal, welches ich durchschneiden soll. Das A oder das B? Was steht denn da in der rechten Spalte? Hier steht A. Falsch. Hm. Dann schneid mal B durch. Auch falsch. Also ganz. Okay, wir haben ein blaues und ein rotes. Ein blaues? Achso, von 4 und B. Das blaue lassen. Und das rote ist 6 zu C. 6 zu C schneiden. Okay, war richtig. Nein, komm mit dem Rot. Ich hätte das erste auch schneiden müssen. Ja. Sind wir jetzt echt zu doof dazu, oder was ist hier los? Oder haben wir vielleicht, gibt es da verschiedene Textdokumente? Ich guck mal nach dem Englischen. Manual. Zack. Bomb Diffuse. Webpage. So, okay. Wir können starten. Okay. So. Was haben wir denn hier für Kabel? Okay, jetzt haben wir ganz andere Sachen. Und zwar haben wir jetzt wieder die Kabel von oben nach unten mit diesen Sternen, bla 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 gedöns. Gut. Ich muss erstmal suchen. So, look at each wire. There is an LED above, bla bla bla. Where red, coloring blue, bla bla bla. Ist ja eigentlich dasselbe. Also bis jetzt ist es fast 1-1 Übersetzung. Gut, dann fangen wir mal links an. Okay, das Kabel ist blau, hat kein LED und kein Stern. So. Kabel ist blau, hat kein Licht, kein LED. Lassen. Okay. Das zweite Kabel hat ein LED, hat einen Stern und ist rot-weiß gestreift. Kann man nicht durchschneiden. Rot ist das hier. So. Hat einen Stern und LED. Also sind wir hier ungefähr. Ne? Kommt ungefähr hin. Schneiden. So, das dritte Kabel ist rot und hat einen Stern. Ist rot. Rot ist hier und hat einen Stern. Das ist das gepunktete. Du tust das zerschneiden, wenn deine Seriennummer gerade ist. Okay, hab zerschnitten. Also Seriennummer ist gerade. So, das dritte, vierte Kabel ist rot und hat einen Stern. Also auch wieder dasselbe. So, das nächste Kabel ist blau-rot gestreift, hat weder LED noch Stern. Kabel hat blau-rot gestreift. Also hier und hier. Und hat einen Stern? Nein, nichts. Nix. Durchschneiden.
Ja, war richtig. So, das letzte Kabel hat weder Stern noch LED und ist weiß. Weiß. Durchschneiden, wenn die Bombe zwei oder mehr Batterien hat. Zack. Oh, jetzt, ich glaube, das erste muss auch noch umgeschnitten werden, weil das ja bleibt jetzt noch übrig. Zack. Was? So, die haben wir jetzt geschafft. So, das nächste, wir sind Hieroglyphen. Okay. Okay. Okay, schwarzer Stern. Ja. Dann so ein umgedrehtes B mit einem T, also mit einem Strich oben. Okay. Dann eine 3 mit Antennen. Ja. Und ein Dreizack. Dreizack, B, 3, Stern. Richtig. Jetzt haben wir wieder Labyrinth. Labyrinth. Wo bist du? Ich find's nicht. Da, okay. Okay. Also. Von links nach rechts, Zahlen, von oben nach unten, Buchstaben. Jetzt doch wieder andersrum. Weil die ganze Zeit haben wir oben A, B, C gehabt. Also ja, nee, dann, wir machen das jetzt so. Dann oben A, B, C und von links also, nach rechts Zahlen. Der erste Dings ist, der erste grüne Punkt ist D1. Ja. Und der zweite grüne Punkt ist C4. Ja, wo bist du? Ich bin auf 6 E. A, B, C, D, E. D. Gut, wo muss D? Ja, D. Ja, D. Wo musst du hin? Ich muss auf D. Ja, ist vorbei, 30 Sekunden noch. Auf D. Oh, was ist denn das? 4, mein Gott. 1, 2, 3, 4 mal hoch, einmal rechts. Geht nicht. Okay. Bin ja unten drunter. Wo soll ich denn da 4 mal hoch und einmal rechts? Ich bin auf E6. Ich dachte. Ja, ich hab mich verguckt. Ein rechts, rechts, hoch, links. Geht nicht hoch. Ich bin hochgegangen. Alter Schwede. Habe ich echt, ja. So, ich retry mal. Okay, ich mache erstmal die Sachen, die wir schon mal hatten. Hieroglyphen. Ja. Und zwar wieder dieses komische, was ich gesagt hatte, dieses umgedrehte E mit dem Dreieck oben drauf und dem ganzen Muster. Ja. So, dann umgedrehtes Fragezeichen. Sekunde, umgedrehtes Fragezeichen haben wir da. Umgedrehtes Fragezeichen. Aber hier. Ja. Dann eine 6. Also diese komische 6 da. Ja. Dann haben wir dieses umgedrehte B mit dem Strich oben drin. Gut. 6 P, B, Fragezeichen. Was ist denn das P? Ich habe kein P. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, dieses komische Verschnörkselte da mit diesem Dreieck oben drauf und dem, was wir da gesagt haben. Da haben wir eine 6, da haben wir eine 6. Jetzt habe ich die 6 schon gedrückt. Wir haben kein verschnörkeltes. Na, dieses Haar mit dem Dreieck und den komischen Dreizack nach unten, da sieht aus wie so ein Trichter, da. Mein Gott, das hat man doch vor sich ganz gemacht. So, hab's richtig. Jetzt kommt wieder das Wort. Die mit den 5 Buchstaben. Okay. Wort. Wo bist du? Okay. Also, wir haben L. Ja. I. W. Gut, nimm mal L und den letzten Buchstaben. M. W. Hast du ein E? E hinten? Nein. Gut, warte mal, Sekunde. L. Okay, vorne, was hast du da noch? R. Okay. B.
Ja. Z. Z. Okay, weiter. W. Mach mal W und das letzte. M. Hast du ein D? Nein. Ein H? Nein. Ein E? Nein. Gut, nächstes Wort, Buchstabe vorne. I. I, weiter. L. Gut, L. Jetzt gehst du mal hinten durch, ob du ein E oder ein N hast. Nein, beides nicht. Gut, vorne wieder, weiter. R. Weiter. B. Gut, guck mal, ob du hinten ein W hast. Ja, habe ich. Dann mach below. Also E-L-O. Jo, richtig. So, wir haben einen großen Button. Einen großen blauen Button, wo Hult draufsteht. Groß, blau, Hult. Blau, about. Batterie, bla bla bla. Wie ist die Zeit? Eine Minute. Ah, gut, haben wir noch Zeit. Ja, drücken und sag, was für Farbe. Rot. Bei 1. Falsch. Warum? Roter Stern. 30 Sekunden noch. Wir haben noch zwei Module, ich schaff noch nicht. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt werden es längere Parts. Ich glaube, das war ja schon bei dir schon ewig lang. Aber ich... Mal gucken, ich glaube, bei einigen Sachen habe ich so ein bisschen durchgestiegen. So, Simon Says. Okay, jetzt muss ich wieder suchen. Ja, sag an. Gelb. Vokal ohne Vokal. Achso. Mit Vokal. Mit. Du sagtest gelbes Licht. Richtig. Gut. Grün. Jo. Gelb, rot. Grün, blau. Gelb, rot, blau. Grün, blau, rot. Jo, richtig. So, jetzt haben wir wieder die Zahlen mit dem Display. Okay, sag an. 4. 4. Vierte Position. So, die 3. Knopf in der ersten Position. 4. Knopf mit der Beschriftung 4. 3. Selben Position wie in Phase 2. Zwei. Beschriftung wie in Phase 2. Alles klar, haben wir. So, jetzt, was haben wir denn noch für Module? Hier, die ABC-Dinger da, Kabel. 1, 2, 3, ABC. Okay. Nehmen wir am besten mal das Englische. Und warte, zack. ABC, okay. Okay, also wir haben zwei blaue. Ja, zwei blaue, ja. Und zwar ist das verbunden von der 1 zu A. Ja, lassen. Und 3 zu C. Third zu C. Lassen. Okay. Falsch. Eins muss ich durchschneiden. Dann musst du beide durchschneiden. Falsch. Naja, jetzt komme ich zum nächsten. So, wir haben zwei schwarze und ein rotes. Schwarz. Okay. Das erste Schwarze geht von 4 auf B. Okay. Lassen. Das zweite Schwarze geht von 6 auf A. Lassen. Und das Rote geht von 5 auf C. Lassen. Hier steht. Bombe geht hoch. So.
Irgendwie hat das eine andere Logik mit der Tabelle. Nicht mit den Zahlen und irgendwie hat das eine andere Logik. Ich habe keine Ahnung, welche. So, okay, nächste Bombe. Wir haben wieder die normalen Kabel. Ganz stück normalen Kabel. Habe ich einmal mit 5 Stück. 5 Stück. Ist das letzte Kabel schwarz? Nein. Ist ein rotes Kabel da? Ja. Mehr als ein gelbes? Ja. Das erste Kabel durchschneiden. Okay. Jetzt haben wir wieder die Kabel. 3 Stück. Ist ein rotes Kabel da? 2. Ist das letzte Kabel weiß? Nein. Hast du ein blaues Kabel? Nein. Das letzte Kabel durchschneiden. Okay, war richtig. Ich komme mal hier die Module. So, jetzt haben wir wieder ein Wort. Okay, zoom, 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 zoom. Noch ein Stück. So. Sag mir mal, ja, gehen wir die ersten Buchstaben durch. Also V. Weiter. N. M oder N? N wie Nordpol. Ja, dann nimmst du N und die, das letzte, wenn du da ein R hast. Nein. Gut. Anfang wieder, weiter. P. Gut. Lassen, wenn hinten ein E oder ein T ist. Bescheid sagen. E. E. Der zweite Buchstabe ein L. A, E. L, ja. Warte mal ganz kurz. Bitte. Mein Gott. So, L, ja. Vierte Buchstabe ein C. Dritte meinst du? Ja, woher dritte? Also Place. Passt Place? Achso, da ist ein A. Das hast du jetzt noch nicht gesagt. Place passt. Ja, das ist richtig. So, das. Jetzt haben wir wieder Zahlen. Welche ja, Zahlen? Display ist eine 4. Achso, okay. Wo ist das? So, 4. Vierte Position. Vier. Selbe Position wie in Phase 1. Alles klar. 3. Die dritte Posi. Also jetzt. Alles klar. So, die 2. Erste Posi. Und jetzt steht da eine 2. Selbe Beschriftung wie Phase 2. Ja, hab's. So, jetzt kommt wieder ABC und 1, 2, 3 Kabel. Das ist das letzte Modul. Gut. Okay, wir haben ein blaues, ein rotes. Blau. Blau ist von 1 auf C. Schneiden? Falsch. Gut, so. Okay. Langsam versteht das hier, glaube ich. Das rote 3 auf A. 3 auf A? Haben wir blau jetzt geschnitten? Ja, ja oder nein? Ja. Gut. Aber es war falsch. Ja. Lassen. Jo. So, gut. Dann haben wir ein rotes und ein blaues. Rot. 4 auf B. 4 auf B. Schneiden. Richtig. Von 5 auf B. Das blaue von 5 auf B. 5 auf B. Lassen. Richtig. So, nächstes. Boah, 48 Sekunden. Wir haben 2 blaue, 1 schwarzes. Blau. Von 7 auf B. Schneiden. Von 9 auf A. Lassen. Von 8 auf C ist das schwarze. Entschuldigung. 8 auf C, ja. Ach, schwarz. Lassen. Falsch. Okay. Dann schneid blau. Scheiße! Mein Gott, das haben wir fast geschafft. Aber ich steige hier langsam hinter. Auf Englisch. Ja, aber warum? Wie, was? Hä? Also auf Englisch heißt, also die Buchstaben, die da stehen, wenn die damit verbunden sind,
dann müssen sie bleiben. Ach so. Hm? Okay, ganz stinknormale Kabel. Okay, zack. 6 Stück. Zoom nach oben. 6 Stück. Ist ein gelbes da? Nein. Ist die letzte Ziffer, also Seriennummer, ungerade? Gerade. Gut. Es gibt kein gelbes, richtig? Nein. Gut. Ist ein rotes da? 3. Vierte Kabel. Richtig. So, was machen wir als nächstes? Hier die Zahl wieder. Die Zahl mit dem Display. Steht eine 3 drauf. 3? Ach so, okay. Das ist das. Dritte Pose drücken. Okay. Mit 2. Selbe Pose wie in Phase 1. So eine 1. Die gleiche Beschriftung des Knopfes in Phase 2. Eine 4. Den gleichen Knopf von Posi in Phase 2. Den gleichen Knopf mit der Beschriftung, den gleichen Beschriftung oder was? Nein, Position. Ach so. In Phase 2. Okay. Und jetzt haben wir eine 2. Drück denselben Knopf wie die Beschriftung aus Phase 2. Alles klar. So, jetzt haben wir, was haben wir dann als nächstes? Die Kabel ABC-Dingsbums-Gedöns. Kabel ABC? 1, 2, 3, ABC-Ding. Okay, jetzt wie auf Englisch. Okay, okay. Zwei blaue, ein schwarzes. Blau. Von 2 auf B. Von 2 auf B? Lassen. Von 3 auf B? Von 3 auf B, schneiden. Falsch. Gut, dann musst du halt arschen, also das erste Mal schneiden. Ja, richtig. So, und jetzt haben wir das Schwarze von 1 auf B. Von 1 auf B. Schwarz, ne? Ja, schneiden. Richtig, so. Gut. Okay. Was da steht, von schneiden. Von 4, jetzt haben wir ein rotes, ein schwarzes. Rot. Von 5 auf C. Schneiden. Und das Schwarze ist von 4 auf C. 4, ne? Ja. Schneiden. Richtig. So, nächstes. Wir haben ein schwarzes, ein blaues und ein rotes. Rot. Von 7 auf A. Sie schneiden. Falsch. Von 8 auf, das blaue ist von 8 auf A. Schneiden. Also irgendwie die Tabelle ist da ganz komisch, oder? Mhm. Das hat jetzt auch gar nichts mit den Zahlen zu tun, die Positionen, das Vorkommen. Ich habe keine Ahnung. Meinst du? Ich weiß nicht, vielleicht muss man sich vom Vorgang noch merken, wie oft das schon vorgekommen ist. Aber das kann ja alle zählen. Hm. Okay, wir haben einen großen blauen Detonate-Button. Zip. Blau, Detonate. Batterie, Knopf, Bombe, bla bla bla, Kopf gelb, rot, gedrückt. Bombe, Detonate-Knopf, Detonate. Hat mehr als eine Batterie? Nö. Gut, drücken halten. Welche Farbe? Blau. Bei 4 loslassen. Richtig. So, jetzt haben wir wieder die Zahl mit dem Display. Und da steht eine 4 drin. Vierte Posi. Achso.
Eine 1. Beschriftung 4. Eine 1. Gleiche Beschriftung wie des Knopfes in Phase 2. Alles klar. Eine 1. Gleiche Position wie in Phase 1. Und jetzt haben wir noch eine 3. Selbe Beschriftung wie in Phase 4. Hä? Selbe Beschriftung? Ach, Scheiße. Ach, jetzt fängt sie doch von vorne an. Oh, eine 4. Vierte Posi. Eine 4. Selbe Position wie Phase 1. Eine 3. Knopf, dritte Posi. 2. Erste Posi. 2. Selbe Beschriftung wie der Knopf in Phase 2. So, Hammer. Jetzt haben wir wieder die Name hier, den 5-Buchstaben-Dings gedöns. Mit dem So. Ja, gehen wir vorne durch. U. Weiter. Q. Weiter. A. Gut, letzte Buchstabe. V. Weiter. K. Weiter. A. Weiter. P. T-R-N. Hast du da was? Nee. Nein, ne? Nächste, also vorne wieder. W. W. Okay, letzte Buchstabe. Entweder ein R, E, oder ein H oder ein D. R, E, H oder D. Oder E. R, E, H oder E. R, E, H oder E. R, E, H. Nein, kein Zum. Gut, weiter. X. Weiter. Z. Weiter. U. Gut. Probier mal hinten ein R. Wenn es richtig ist, ist es Other. O-T-H-E-R. Gibt's kein R. Gut, weiter. Q. Weiter. A. Weiter. W. Da gibt's Water, Where, Which, World, World, Right. Hast du ein E-R hinten? Nein. Ein E? Nein. Und ein H? Okay. Jetzt verzweifeln wir schon an den leichtesten Sachen. Ich glaube, es wird langsam sehr spät, liebe Freunde. Ich glaube, das ist das Problem gerade. Ja. Jetzt haben wir aber auch hier schon bei 33 Minuten, Freunde. So, ja, okay, wir haben einen dicken, fetten, blauen Hold-Button. Dicken, fetten Hold-Button. Blau, ne? Ja. Blau oder rot? Blau. Okay. Ja, halt mal warte. Halt mal gedrückt. Bei 4 loslassen. Richtig. Zahlen mit dem Display. 2 steht drin. Okay. Zweite Posi. 4. Selben Posi wie Phase 1. 2. Gleiche Beschriftung wie Phase 1. 3. Selbe Posi wie in Phase 2. 3. Selbe Beschriftung wie in Phase 4. Jo, Hammer. Labyrinth. So.
von links nach rechts Buchstaben. Von oben nach unten Zahlen. Jo, also. B1. B1, B1. Ja. Und B... 6? Ja. Gut, wo bist du? Ich bin auf A6. Wo musst du hin? Ich muss auf D6. Ja, rechts rüber. Okay, Hammer. Jetzt haben wir 1, 2, 3, ABC. 1, 2, 3, ABC. Gut. Okay. Wir haben zwei rote Kabel, ein schwarzes. Rot. 1 und B. 1 und B. Lassen. Und 3 und B. Schneiden. Jetzt haben wir das schwarze Kabel, 2 und B. Schwarz, 2 und B. Nee, schwarz, 2 und B. Also schwarz, 2 auf B. Ja. Schneiden. Ich glaube, ich raff das jetzt langsam. So, 2 schwarz. Ja. 4 auf C. 4 auf C, lassen. 5 auf C. Schneiden. Ha, jetzt raff ich langsam. Nein, das war falsch. Ja, du musst das komplette Vorkommen der Kabel nehmen. Weil wir hätten jetzt zum Beispiel, oben hatten wir ein schwarzes, wir hätten jetzt zum Beispiel 3 schwarze und das geht auf C. Aha. Mach mal. Lassen oder? Was denn jetzt? 3 auf C. Wie 3 auf C? 3 auf C, mach halt. Bei schwarz? Ja, schwarz. Ich habe hier 3 auf C, B habe ich hier. Ja, also durchschneiden. Lassen würde ich sagen. So, siehst du. Du musst die kompletten Kabelvorkommen nehmen. Du musst dir die ersten Kabel merken. Wir haben jetzt zum Beispiel insgesamt 3 schwarze Kabel gehabt und ein rotes. Oder 2 rote, keine Ahnung. Jetzt habe ich es natürlich auch verrafft. Jetzt haben wir 2 blaue. Das heißt, von 2 blaue. Du musst jetzt auf blau gehen. Ja. 2 auf A. 2. Second blue. Habe ich A oder C. Also lassen, würde ich sagen. Schneiden, gut, war richtig. Ja, wenn du, was dort steht, das musst du zerschneiden. Achso, gut. So, und jetzt 2 auf C. 2, also habe ich hier stehen, schneiden. Das ist jetzt auch wieder falsch. Das ist irgendwie so komplett unlogisch. Hm. Okay, letztes, ein rotes, ein blaues, ein schwarzes. Rot. Von 10 auf A. Habe ich nicht. Mein Gott. So, liebe Freunde, aber jetzt wollte ich sagen, bei 34 Minuten, da kommen wir jetzt bei 38 Minuten, wir sind bald bei 40 Minuten, würde ich jetzt schon mal sagen, machen wir jetzt hier den Part zu Ende und es geht dann das nächste Mal wieder bei dem lieben Möller weiter. Jetzt haben wir 2 Parts, wo wir nicht weiterkamen. Aber es ist aber wenigstens wieder Gleichstand, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Möller wieder am Donnerstag. Bis denn. Ciao. Ciao.